Hallo meine lieben Handplastiksteinwürter, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute mal wieder ein Unboxing, und zwar eines recht speziellen Sets. Hab ich ja schon letzte Woche angeteased, dass wir das auspacken werden. Und zwar handelt es sich um die LEGO 31200 LEGO Arts, das Set mit dem besten Preis-Teile-Verhältnis. Und zwar kriegt man hier 3406 Teile. Liegt aber auch daran, dass wir hier also eine Fläche einer 48er Grundplatte bebauen, was 2400 Noppen sind. Daher kommt halt die große Teileanzahl, deswegen nicht verwirren lassen. An sich, was lässt sich dem Set sagen, ist diese neue Themenreihe, die 2020 eingeführt wurde, LEGO Arts, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo drauf steht, heißt aber so. Das Set an sich heißt The Sith, auch wenn das nicht ganz richtig ist, weil Kylo Ren hier kein Sith ist, sondern ein Ritter von Ren, aber das ist ja egal anscheinend. Dann wird hier noch, also das ist, eigentlich kann man anmerken, dass das Verpackungswert halt komplett neu ist. Hier steht halt der Setname, da unten ist das Lego-Logo. Hier wird auf die Möglichkeit verwiesen, dass man halt drei verschiedene Varianten bauen kann. Extrateile liegen auch noch bei, da ist halt daher auch 3400 und nicht 2400. Zwei weitere Varianten können nicht gleichzeitig gebaut werden, logischerweise. Kann man natürlich dann auch öfters kaufen, das Set, dann kann man entweder drei einzelne bauen oder ein großes Kombi-Bild, dazu auch noch später mehr. Da wird hier auf den Soundtrack verwiesen, den es nur in Englisch gibt. Das ist an sich nur eine kleine Doku über den Erschaffungsverlauf des Mosaiks und über Darth Vader selber und ein bisschen was zu Star Wars und zu Lego. Also das ist jetzt ganz interessant, kann man sich mal anhören, ist auf dem Lego-Kanal frei erhältlich. Das heißt, ihr braucht dafür jetzt nicht nur dieses Set. Ist ganz in Ordnung, damit ihr gesagt 18 plus. Gut, inwiefern das jetzt nur 18-Jährige bauen können, sei jetzt mal dahingestellt. Das richtet sich halt danach, dass das halt eher ein Set ist, was Erwachsene sich hinhängen und nicht was Kinder bespielen können. Deswegen steht halt 18 plus, diese Setnummer, dann hier Anzahl der Teile. Hier unten steht auch noch die Maße, was auch ganz neu ist, finde ich auch ganz cool. Die Seiten sind halt recht schmal, das gilt eigentlich für jede. Hier werden noch ein paar der Steine gezeigt. Hier werden nochmal die Varianten gezeigt. Hier steht nichts bis auf Lego. Hier hat man das Art-Logo. Ganz in Ordnung. Geht halt auf der Unterseite der Box ein bisschen verloren. Dann haben wir hier die Rückseite. Hier wird auch noch gezeigt, dass man Darth Maul bauen kann. Und Kylo Ren, wie schon gerade gesagt. Und hier hat man jetzt eine Preview, wie man das Ganze bauen kann. Und zwar sind das halt alles so 16x16 Platten, die alle, glaube ich, ein oder zwei Bricks hoch sind. Mit Techniklöchern halt drin, damit man die verbinden kann. Und auf die werden dann immer jeweils dann also es ist dann ein Neuntel des ganzen Mosaiks. Und darauf wird dann halt immer so ein Teilstück gebaut. Und die werden dann am Ende zusammengeklickt. Und das Ganze wird dann noch von so einem Rahmen gehalten. Dann gibt es auch noch so einen neuen Technikstein, der dann bis zu 50 Kilo an der Wand halten soll. Der jetzt auch, by the way, im neuen Batwing verbaut wird. Und also ich denke, ich werde jetzt als erstmal Darth Maul bauen, weil es nicht mein Lieblingsmotiv ist. Den werde ich dann so eine Woche mal da lassen. Und dann wird mein Lieblingsmotiv in Darth Vader dauerhaft gebaut werden. Hier ist auch der neue Teile drin, den wir auch gleich sehen werden. Weil ich den einfach schöner finde. Ich finde Darth Vader ein bisschen sympathischer als Darth Maul. Aber gut. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lang drum rum, sondern nehmen die Unboxing-Schere und packen das Ganze jetzt mal aus. So, Siegel sind offen. Das Ganze kann man jetzt hier so architecture-mäßig aufklappen. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Kratzer weg. Und dann geht das hier so auf. Jetzt muss ich mal gucken, dass hier nichts umfällt. Und dann schwebt einem hier das ganze Zeugs entgegen. Ich zeige euch das mal so in die Kamera. Also, es ist schon dick bepackt. Mir gefällt das Ganze auch recht gut, weil man hier diese verschiedenen einzelnen Kästen hat. Erinnert so ein bisschen an ältere Lego-Sets, wo man auch das Ganze in so Register unterteilt hat. Dann konnte man Bauschritte rausnehmen. Oder was ist aktuell? Beim Porsche, beim Bugatti und beim Lamborghini aus der Technik-Autoserie ist das jetzt auch so. Dann hat man halt hier die ganzen Tüten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen laut. Die sind noch in einem neuen Plastik eingeschweißt. Also es sind nicht die klassischen Lego-Tüten, sondern sind so ein bisschen dicker, wirken ein bisschen hochwertiger, würde ich sogar tatsächlich sagen. Hier haben wir Dark Brown 1x1. Hier haben wir das normale Rot, Orange, Dark Red, Light Bluish Gray, Dark Bluish Gray, Gunmetal Gray, Sand Blue, Weiß, Bright Light Yellow ist das, meine ich. Dann haben wir hier noch Dark Blue und ganz viele schwarze 1x1 Round Plates. Das ist eigentlich ganz cool. Gefällt mir irgendwie so. Ganz viele sortenreine Beutel. Kann man, keine Ahnung,
hat für mich irgendwas Ästhetisches, auch sowas anzufassen, ist schon irgendwie geil. Also wer das kennt, wer eine Pick-a-Brick-Wand bei sich in der Nähe hat und da einfach mal so in eins dieser Löcher reingreift, wo halt nur diese 1x1-Plates oder Fliesen drin sind, das fühlt sich schon echt sexy an. Kann ich mir eben von euch mal empfehlen. Dann haben wir hier noch einfach reingelegt die Anleitung. Recht dünn, wie zu erwarten. Ich blätter da mal kurz durch. Da hat man hier so Creator Expert, UCS-mäßig so ein bisschen eine Einleitung dazu, wer die ganzen Charaktere sind. Hier haben wir auch noch, was mir ganz gut gefällt tatsächlich, sehe ich jetzt erst, die Artworks, die originalen Artworks, die man dafür genommen hat. Und da muss ich sagen, gefällt mir da vorher immer noch am besten. Also ich finde halt, dass das Darth Maul Artwork irgendwie, also sieht nach Darth Maul aus, aber sieht halt nicht nach Darth Maul aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es sieht weder nach dem Episode 1 Darth Maul aus, noch nach dem Clone Wars oder Rebels Darth Maul. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig. Aber naja, wird trotzdem gebaut. Darth Vader wird dann die dauerhafte Endlösung sein. Und dann könnt ihr halt hier so ein bisschen durchgehen. Wird hier kurz was zu Darth Maul erklärt. Hier kurz was zu Darth Vader. Hier wahrscheinlich was zu Kylo Ren auf der letzten Seite, die ich gerade überblättert habe. Perfekt, hier. Und dann, ja, wird hier der Soundtrack nochmal scannbar gemacht. Also kann man es halt einscannen, wer von euch einen QR-Code-Scanner hat. Das haben wahrscheinlich die älteren Handys noch nicht. Die können sich das dann so anhören. Die anderen gehen einfach auf YouTube und geben das dann da ein und finden das dann so. Dann sehen wir hier, dass alle drei Varianten in diesem Anleitungsheft vertreten sind. Ist auch ganz cool, da muss man sich das wenigstens nicht downloaden. Ja, die haben angefangen mit Darth Maul und dann sieht man halt hier sowas, ne? Und dann wird hier so mal nach zahlenmäßig gesagt, die Farbe ist diese Nummer. Auf jeden Fall, dass man das halt nicht so erkennen kann. Und dann baut man halt immer so ein Neuntel auf. Sieht auch, dass man hier immer die Pins reinstecken muss auf die Platte. Und dann sieht man auch immer, welchen Part man baut. Der Rest dann so leicht ausgegraut. Und das führt sich halt hier dann so komplett fort. Und dann wird wahrscheinlich am Ende gezeigt, jetzt muss ich das mal kurz finden hier, wie man so einen Rahmen baut. Das ist wahrscheinlich dann auf der letzten Seite, schätze ich mal. Ja, richtig, hier wird dann der Rahmen gebaut. Und ja, also eigentlich, denke ich mal, ganz einfach zu machen. Das sollte jetzt keine Raketenwissenschaft sein, das aufzubauen. Hier sehen wir auch nochmal dieses neue Teil, das ich gerade schon angesprochen habe, was 50 Kilo halten soll. Bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert. Ausprobieren werde ich es natürlich nicht. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die ich gerade schon angesprochen habe, dass man sich dreimal das Set kaufen kann. Da kann man einen großen Darth Vader bauen. Hätte ich fast gemacht. Ich habe es ja, wie gesagt, beim Prime Day für 70 Euro gekriegt. Und für 210 den großen Darth Vader, das hätte ich wirklich fast gemacht, aber da dachte ich mir, komm, probiere ich jetzt erstmal eins aus. Black Friday kommt ja auch noch und da gibt es vielleicht auch nochmal für 70. Und wenn ich es dann so geil finde, dann mache ich es vielleicht. Aber so eher nicht. So, gucken wir mal, was hier noch drin ist. Können wir halt diese große Platte rausnehmen. Dann haben wir jetzt hier die Teile für den Rahmen. Ja, auch nichts Besonderes. Auch hier nochmal eine Tüte mit Fliesen und allem. Tatsächlich mehr Teile, als ich gedacht habe ursprünglich, wusste ich nicht. Und dann auch hier ein Highlight, das hole ich jetzt noch nicht raus, ist der neue Teiletrenner. Den sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht in der Spiegelung. Ja, hier so ein bisschen sieht man ihn. Der ist halt, hat halt eine viel größere Start-up-Machfläche. Also das da ist bei dem 8 Noppen breit und nicht 2. Einfach damit man effizienter, wenn man halt ein anderes Mosaik bauen will, das Ganze abmachen kann. Finde ich gut. Ich glaube, sonst wären eigentlich fast alle Leute ausgerastet, die dann eine zweite Variante bauen, weil wenn man halt 2600 von diesen kleinen Plates abreißen muss, das wird deutlich hässlich. Deswegen gehen dann Lob raus an Lego, dass sie dann neuen Teiletrenner gemacht haben. Und dann haben wir jetzt hier noch eine zweite Box drin. Da haben wir mit Aufkleber, die machen wir auch kurz auf. So, erinnert wie gesagt sehr an den Porsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war das ja auch so gemacht, dass sie ganz viele Boxen in Boxen hatten. Jetzt kommen hier drei dieser Blöcke raus. Das ist halt dieses neue Teil, was für die Lego Art Sets extra entworfen wurde. Und die kann man dann hier auseinandernehmen. Sind auch jetzt, also ich hatte erst Angst, weil die so aufeinander gepresst waren, dass hier wirklich überall Noppen wären. Aber hier sind tatsächlich nur der äußere Rand und hier in so einer 4x4 Fläche. Sind dann, oh Gott, ich glaube, es ist ein Brick und eine Plate hoch, müsste das circa sein. Kann man wahrscheinlich auch gut für Mocks benutzen. Also ich stelle mir das echt nützlich vor, dieses Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich das jetzt gerade so in der Hand halte für Großmocks, soll das auf jeden Fall echt geil sein. Also wäre vielleicht auch mal eine Idee, wenn jemand von euch einfach eine 48er Grundplatte hat, die einfach nochmal schwarz zu überplaten, damit ihr, weil das ja hier Roundplates sind,
seht ihr halt den schwarzen Hintergrund oder dieses schwarze Untergrund seht ihr halt dann leider. Und wenn ihr dann halt eine 48er Grundplatte nehmt, da schwarze Plates drüber legt und dann darauf euer Mosaik baut, habt ihr halt 9 dieser Platten über für eure Mocs. Ich glaube, das könnte echt richtig gut sein, wo ich das hier gerade in der Hand halte. Gefällt mir sehr gut. Hier sind, wie gesagt, 9 Stück drin. 16x16. Also, ja, kann ich nicht beschweren. Ich werde jetzt, wie gesagt, den Darth Maul aufbauen über, was weiß ich, wie viele Stunden hinweg. Ich habe gehört, 4 Stunden soll das immer bauen. Dauern pro Mosaik. Ich gucke mal, dass ich auch vielleicht live gehe mit einem Neuntel oder sowas. Ist vielleicht auch mal ganz spannend, dass ihr das dann live sehen könnt. Und ja, soweit so gut. Ich hole euch jetzt nochmal hier den QR-Code in die Kamera. Dann könnt ihr vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt geht, ob man QR-Codes abscannen kann über ein Video. Dann könnt ihr euch das Video selber angucken. Ich muss hier mal kurz so scharf stellen leicht. So. Bitteschön. Dann könnt ihr euch jetzt auch einen entspannten Star Wars Soundtrack anhören. Kein Soundtrack, halt eine Doku. Ja, sonst war es tatsächlich. Kleines, aber feines Unboxing. Ist jetzt auch jetzt nicht das Spannendste. Ist halt mal ein neues Set, aber die Teile sind halt sehr vielseitig, wie ihr hier seht. Deswegen gibt es halt nicht so viel zu erzählen, nicht so viel out zu pointen. Und ja, dennoch danke ich euch, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, fürs Anschauen. Würde mich über ein Like oder ein Abo freuen, also auch über einen Kommentar oder was weiß ich was. Schaut gerne im Brickventures und im Steinefreunde-Discord vorbei. Dort wird auch ab und zu mal gequatscht über den Text- und Sprachchat. Ja, und sonst vielleicht auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir mal spontan live gehen. Gibt ja so viele Livestreams momentan. Und ja, sonst danke ich nochmal fürs Video und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Ciao!